Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder ein paar Kisten öffnen. Ich habe nämlich zwei Sachen vorbereitet, und zwar einmal die Mythic Plus Kiste. Da waren wir nämlich letzte Woche einen, was für ein Key waren wir? Einen 17er Sitralis. Ach, der war sogar gut, das war sogar Double Chest mit einer Random Truppe. Lief gut durch. Jetzt habe ich mal ein paar, nicht nur 15er gemacht, sondern mal zwei Stufen höher. Also richtige krasse High Keys haben wir gemacht. Und da müssen wir mal gucken, was da drin ist. Also es war ironisch gemeint, falls ihr das nicht verstanden habt. Ich habe DD eingestellt, ja richtig. Und Bike. Sind das ein Ring? Oh, das ist aber der Versa Mastery Ring. Mit Sockel und Ding ist auch noch drauf. Das ist, na, wie heißt Echoing Void Max? Der ist halt nicht mal schlecht, der Ring, ne? Der ist halt tatsächlich nicht mal schlecht. Also für Echoing Void. Warte mal, hab ich den nicht schon mal? Ich glaube, den habe ich im Feral Gear, oder? Habe ich den drin? Jetzt muss ich mal nochmal gucken. Ich meine, dass ich den schon einmal hab. Ja, genau, ich hab den Ring. Fürs Feral Gear. Aber ich könnte den alternativ noch anziehen, weil Echoing Void eigentlich Single Target auch nicht so schlecht ist. Da müsste ich mal gucken. Ich hätte zwar jetzt lieber das Motorrad gehabt, aber das Ding. Ne? Also bevor ich jetzt hier auf volle Zwielichtverwüstung bin, besser als den Ring würde es gar nicht geben. Das ist halt der absolute Bissring mit Sockel und Echoing Void ist halt auch Single-Target-technisch sehr stark. Gut, also das, ja, das Ding kann man tatsächlich gebrauchen. Das kann man tatsächlich gebrauchen. Mal nicht unbedingt eine komplette Nullrunde, so wie die letzten gefühlt 10.000 Mal. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir aus der PvP-Kiste auch noch was raus. Ja, genau, die haben wir letzte Woche ausgespielt. Rating haben wir noch. Wir müssten ein 475er Item rauskriegen. Jetzt schauen wir mal. Und. Es ist halt das letzte Rotztrinket. Naja, gut, ich hatte ja bei dem Ring jetzt schon halbwegs Glück, ne? Ich habe zwar ein Trinket bekommen, aber das falsche. Ich hätte lieber das gute Trinket aus der M-Plus-Kiste rausgezogen. Aber ja, gut, den Ring können wir bestimmt irgendwo brauchen. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, ob ich mir noch ein Echoing Void Gear baue, weil es doch manchmal bei Bosskämpfen, wenn Zwielichtsverwüstung einfach nicht procken will, doch eine leidige Angelegenheit ist. Und dann würde man halt mit Echoing Void doch mehr Schaden machen. Da müsste ich mal gucken, wenn es mal wieder beim Händler ist, bastel ich mir mal vielleicht ein komplettes Gear davon und dann schauen wir mal. Dann kann man so ein bisschen durchswitchen. Mittlerweile habe ich ja genug hohe Items, jetzt geht es ja aufs Ende vom Addon zu und dann kann man vielleicht ein bisschen durchbasteln. Gut, das war es wieder mit einem kleinen Opening. Halbwegs sinnige Sachen waren ja dabei. Ich rede nicht von dem Trinket. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Schreibt mir gerne rein, was ihr bekommen habt. Euer Tela, bis dann. Ciao.